Emil, startet das Ding mal. Ja. What the fuck? Ich habe mir vor ein paar Wochen ein Viva gekauft. Ja. Yeah. Ich habe damals den SKP gepostet, alle Kanaken haben mir geschrieben. Boah, unnormal, du hast geschafft. Ich habe Viva gepostet, alle Deutschen haben mir geschrieben. Hast du AK gehört? Guckt euch mal das schöne Ding an. Erzähl mal, was dein Ziel eigentlich ist. Ich bin dir ehrlich, so seitdem ich Kind bin, wollte ich auch mal einen Lambo zu haben. Was geht, Leute? Herzlich willkommen aus Dubai. Willkommen zu einer neuen Folge. Wie kann man sich das leisten? Lange gab es kein Video mehr, aber heute ist es wieder soweit. Ich nutze natürlich die Gelegenheit aus, dass ich in Dubai bin. Treffe jemanden, der gar nicht mal so unbekannt ist. Ich bin in einer richtig geilen Gegend hier, die heißt Dubai Hill. Sieht aus wie in Beverly Hills oder wie man das nennt, oder Kalifornien. Richtig geil, Leute. Sieht richtig pervers hier aus. Das krasseste ist, ich bin mit dem Taxi hierher gefahren, 50 Kilometer, Leute, extra für euch, mitten in die Wüste und habe 30, 40 Euro bezahlt fürs Taxi. Und Leute, ihr werdet hier so sehr kontrolliert, wenn ihr hier reinfahrt. Die Taxis werden kontrolliert, die nehmen deine Dokumente auf und so läuft es hier ab, finde ich geil. Flasht mich extrem die Gegend. So sieht das hier aus. Hier vorne stehen auch schon die Autos, ein SL und ein S500 Umbau. Richtig Baba. Jetzt warten wir mal auf den Herren. Den kennt ihr auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, was für Antworten ich auf meine Fragen kriege. Und das Wetter ist auch so überragend. Leute, besser geht's gar nicht. Ein schöner Wind, 30 Grad. Ich liebe es einfach. Ich verstehe, warum die Leute hier leben. So Leute, jetzt ist es soweit. Er steht jetzt hinter mir, der Emir. Und er stellt sich jetzt gleich natürlich vor. Und wir drehen uns mal um. Da steht der junge Herr schon. Was Manche geht, kennen ihn. Emir, du bist kein Unbekannter? Ja. YouTube kennt dich ein bisschen? Bisschen, wenn man so in der Dubai-Bubble aktiv ist. Genau, Emir. Ja. 28 Jahre alt, bin in Deutschland aufgewachsen, also Köln geboren aufgewachsen und jetzt seit 3 Jahren hier. Heute sind wir bei Cesar auf dem Kanal. Ja, das freut mich. Damals dein Video gesehen mit dem 18-jährigen oder 19-jährigen Albaner mit S65. Ja. Und jetzt sind wir hier bei einem S565er Umbau. Genau, genau. Der hat mich inspiriert. Liebe Grüße an den Bruder. Vielleicht sieht er das Video, aber er guckt, er folgt mir noch auf Insta. Ja, er wird es vielleicht sehen. Aber wir haben ja noch ein Auto hier. Genau, das ist mein erster Wagen, SL 350. Ja. Den habe ich mir halt damals gekauft, als ich neu in Dubai war, nach einem halben Jahr. Den habe ich dann über 2 Jahre benutzt. Ich benutze ihn immer noch und jetzt vor einem halben Jahr habe ich den halt gekauft. Du müsst jetzt dazu sagen, dass du den als Geschäftswagen nutzt. Na, das ist mein Dienstfahrzeug. Den haue ich richtig Kilometer drauf. Wie viel hat er jetzt drauf? 170. Ah, das geht noch. 180. Ist ja, das ist jetzt was für einer genau? SL? V6. V6. 350er, der läuft aber wie eine 1. Ich bin sehr zufrieden. Gar keine Probleme. 50 ist, glaube ich, robust, gell? Ja, ja, ein schöner Motor. Aber Emir, das Ding ist ja ein Biest, Alter. Ja, es war... Das ist ja krank, das Auto. Guckt euch mal, Leute, diese Felgen, zu das, geil, wenn ich diese Felgen sehe, geht mir einer ab. Originalen SKP-Felgen, die müssen sein. Die müssen sein, gell? Das war auch das Einzige, eigentlich, was ich an dem Wagen geändert habe. Also der kam schon umgebaut mit Facelift-Kit. Ja. Aber die Felgen habe ich selber geändert. Du hast sogar diese quasi Swarovski-Dinger hier drin? Genau, das sind die Swarovski. Ich höre mal was anderes. Ich glaube, die haben damals 3.000 Euro oder 5.000 Euro Aufpreis gekostet. Doch, so viel noch. Und für die Leute, wie man es direkt erkennt, die anderen, die haben eine durchgezogene Linie. Ja. Weißt du, und bei den Swarovski hast du 3 Reihen. Ach so. Das sieht schon geil aus. Das war schon ein Kriterium, das musste sein bei mir. Ich bin gespannt auf den Sound, die Zuschauer sicher auch. Emir, du hast ihn ja schon mal gezeigt in deinen Videos. Ja. Da hast du ja auch gut Ärger gekriegt dafür vor der Polizei. Ja, hier, können die Zuschauer mal da rüber zeigen. Emir, sein Anwesen, das kennen ja auch einige. Schau mal, was hier rüber ist. Bruder, was ist das für eine Auspuffanlage? Das ist der Stock Exhaust. Das ist jetzt original gewesen? Das ist original und das ist was anderes. Boah, das ist ja crazy. Bruder, das Heck müssen wir natürlich auch kurz zeigen. Sofort. Nur ganz kurz, ich habe mir vor ein paar Wochen ein Viva gekauft. Ja. Ich habe damals den SKP gepostet, alle Kanaken haben mir geschrieben. Boah, unnormal, du hast es geschafft. Ich habe Viva gepostet, alle Deutschen haben mir geschrieben. Du hast es geschafft. Den zeigen wir auch mal kurz. Leute, das ist so für Deutsche. Für Deutsche ist das so. V8, so geil, Alter. Ja, das ist gerade eine Reinigungsphase, aber ja. Weber ist aber auch der Rolex unter den Chris. Der ist schon aber echt gut, ne? Ich habe den erstmal verwendet gehabt, der ist wirklich richtig gut. Der ist gut, gell? Ja, ja. Leute, schaut euch mal das Heck an. Boah, fuck, Alter. Schau mal, wir haben ja am Anfang gesagt, das ist ein S500. Ich habe den halt aus Japan importiert, wir können später mehr darüber reden. Und der hat schon den Kit drauf gehabt. Das war alles so. Und ich habe das früher auch mal gehasst, wenn andere so in der Türkei immer so AMG draufgeklebt haben bei A-Klasse und so. Aber ich konnte das eigentlich nicht abmachen, irgendwie gefällt es mir. Ich sag mal so, es ist ein Unterschied, wenn du es gut machst. Und es ist ein Unterschied, wenn es wirklich billig aussieht. Nee, und bei dir sieht es ja gut aus, weißt du? Das ist schon ein guter Kit. Und wenn man jetzt mal so den Arsch von hinten anguckt, das ist ja das Schönste an dem Auto. Der hat ja auch hier die Dingens OLED-Rückleuchten, ist auch original. Ah ja, okay. Wie gesagt, das 2015er, das hat Facelift Kit. Facelift kam eigentlich auch 2018 raus. Das ist halt so ein Umbau. Ich lasse diese S65 auch. Die Leute müssen ja immer was finden, was sie schlecht reden können, weißt du? Ja, dann ja, haben die richtig. Halt das so. Das ist cringe. Die Leute schreiben mir voll lächerlich. Ich sage, ja, gut so. Damit sie ihre Frust rausbekommen, weißt du? Ja, du musst den Leuten ein bisschen was geben, damit die sich auch so... Fördert ja auch unsere Videos. Ist okay. Ja, könnt ihr ruhig kommentieren. Ja. Alles gut. Aber ich finde das Auto wirklich gelungen. Die Felgen, weiß nicht, wie viel Zoll sind das jetzt? 21er. Leute, das sind so fette Schlappen hier drauf. Ja, die sind schon gut. Die sind schon gut. Und das ist wie bei Rolls Royce, weißt du, die bleiben immer in der Mitte. Querschnitt ist auch sehr wenig.
Technik, sieht geil aus. Die sind perfekt, also ich finde, die sehen auch elegant aus, sehen auch assi, so elegant. Ich finde, der Wagen allgemein ist so perfekte Balance zwischen asozial und noch elegant. Ich wollte den eigentlich schon weiß haben, aber ich habe den, wie gesagt, aus Japan importiert, der war so ready. Schwarz Interieur wollte schauen, weil wenn du Dubai kaufst, hat jedes immer rotes Interieur, weißt du, ich hasse das. Ah, ist das echt so? Früher mochte ich das, aber mittlerweile bin ich das ausgelutscht. Nein, das wird mir auch nicht gefallen. Und jetzt wollte ich mir das Innere zeigen. Dann gehen wir mal kurz ins Auto. Schneller wie gedacht. So. Leute, wir gehen mal kurz ins Auto. Vielleicht können wir die Klimaanlage anschmeißen, weil es ist jetzt, glaube ich, gefühlt 35 Grad hier. Geil, ey, wenn das so komplett nach hinten fährt. Panorama. No ETC card is inserted. Bei Japanern sagen immer so eine Meldung. Das ist halt so das Interieur. Ich habe halt hier so schwarze Dingens, Designersitze. Ja, man sieht. Das war mir auch wichtig. Diese Baklava-Muster. Baklava-Muster. Mercedes ist einfach 9 plus Ultra. Das Lenkrad. Ja. Auch hier ist fast durchgezogene Tacho, Leute. Ja, du hast eben gefragt. Das ist halt das Vorfacelift. Das ist nicht durchgezogen. Aber ich finde es nicht schlimm, Bruder. Es ist wirklich in Ordnung. 2015er. Ja. Das ist halt hochmodern aus, weißt du. Ich will mich hier nicht. Das hat auch diese Ambientebeleuchtung und so. Das ist wirklich gut gelungen. Geil. Bin auch gespannt, wie das Ding echt klingt. Das ist eigentlich, worauf ich mich immer freue bei einem Auto. Ja. Ich glaube, da lächelst du auch immer, wenn das Auto startet. Immer. Und das wird jetzt crazy. Ich glaube, wir wechseln mal die Kameraperspektive gleich. Gerne. Ich gehe erstmal nach hinten. Ich mache erstmal den Auspuff an. Okay, dann gehe ich jetzt mal raus. Geh mal raus. Und Emir startet das Ding mal. Ja. Gut, Leute, wir sind jetzt am Auto hinten und wir starten das Ding jetzt mal. What the fuck? Digga, was ist das? Emi, ausmachen! Bruder, ich kann ja fast gar nicht mehr reden, wenn das Ding so laut ist. Der ist gerade noch kalt. Wir drücken den gleich richtig. What the fuck? Dann klatscht er auch. Digga, was ist das für ein geiles Pfeifen da drin? Ja, das ist der Turbolader. Wäre schon brutal. Ich schwöre, ich habe mich nicht verstanden. Ich habe gar nichts mehr verstanden. Es war so laut gerade. Digga, das klingt wie so ein alter Mustang 67er. So klingt es. Wäre schon brutal. What the fuck? Ich bin geflasht vom Sound, gell? Guckt euch mal das crazy Ding an. Schon geiles Auto. Ey, dein SL klingt aber nicht so. Nein, SL. Der ist leise. Der ist leise. Also, das ist ein schöner Sound, aber ist halt leise. Ich habe überlegt, den auch umzubauen. Aber ja, ich hatte mal ein bisschen Probleme mit der Polizei. Kann dir gleich mal ein bisschen näher was dazu erzählen. SL ist halt so, ist mittlerweile auch so ein bisschen ausgelutscht, weißt du? Ich pflege den jetzt nicht mehr so. Ah, der hat sie das so rote Leder und so, ist so ein bisschen aufgeritzt, weil ich da mal mit meinen Jeans hinknalle. Ja, der stand halt immer in der Sonne. Das Cabrio ist entspannt. Ja, sowas kannst du schnell machen lassen. Achso, ja, dieses Holz und so ist halt oldschool, aber ja. Ich finde, das hat irgendwie was, dieses Holz. Ich habe halt viele Erinnerungen mit dem Wagen, weil das halt so mein erster Wagen in Dubai war, weißt du. Du hast den relativ schnell gekauft, als du hierher gekommen bist, gell? Halb Jahr, hast schon gehustelt und hast direkt... Nee, ich habe mit Spaten das Auto gekauft. Ich mit der Spaten war das? Ich wollte mir mal in Deutschland ein Auto kaufen, habe nie gekauft. Erst mit 22, so ein Smart gekauft. Echt jetzt? Weil ich den wirklich brauchte im Studium. Und dann in Dubai habe ich mal gesagt, ich kaufe mir mein erstes dickes Auto in Dubai. War es der SL. Kannst du mir jetzt gleich mal im Auto, wenn wir fahren, mit einer anderen Perspektive, Kameraperspektive, erzählen eben, was du studiert hast. Ja, können wir sofort. Und dann, was du eigentlich aktuell machst. Wir zeigen auch Harley. Harley so sieht er halt von vorne aus, der SL. Ich finde halt den Blick, der sieht dann zeitlos geil aus, weil er hat so einen aggressiven Blick. Ja, das ist ein schönes Auto, Leute. Der hat halt diese Dinger hier, das gefällt mir halt so, diese Lufteinlässe. Das ja, hier. Das macht es auch hier an der Seite auch hier. Das ja, die haben auch schon echt schön gemacht. Diese Nieren haben sie auch cool gemacht. Von der 63er. Ich bin mal mit dem mitgefahren, als, ich weiß nicht, ich glaube, es war Vorface des 55er AMG. Ja, die sind schon geil. Der war brachial, der hat richtig geballert, wenn du den gedrückt hast. Den Sound von dem her. Ich habe mir dann halt noch eine Nightrod geholt. Der Bruder gönnt sich hier richtig, Alter. Jetzt hat er auch noch seine... Ich habe ihn zusammengekauft mit dem Escoupé. Das Video habe ich sogar gesehen. Da ist und die so sieht das halt aus, weißt du, ich habe keine überdachte Garage. Das ist Wüste, und Bruder. Hier drumherum, also Dubai ist allgemeine Wüste, aber wo wir wohnen, ist halt noch mehr Wüste drumherum. Ja. Und wenn du den halt 4-5 Tage lässt, auch die... Die werden halt alle 3 Tage gewaschen, weißt du, sonst sehen die so aus, das sieht scheiße aus. Aber ich wollte euch mal zeigen. Ja, zeig dir mal den Sound hier. Ja, zeig mal den Sound, Bruder. Komm am besten hier rüber, dann siehst du. Digga, kann ich heute noch Trommelfell schonen ein bisschen, oder? Jetzt. Warte. Ja, zeig mal. Bruder, was ist das? Der Junge mag es irgendwie laut, habe ich das Gefühl. Ich mag es laut. Ich hatte das früher auch in meinen Sportautos, aber irgendwann habe ich gedacht, bei den Nachbarn, wenn du morgens das Auto startest, Bruder, das geht doch nicht. Hier in Dubai sind die entspannt, die Leute. Ich weiß, bis heute hat sich keiner beschwert. Ehrlich? Hier in Dubai haben die Leute bei Autos und so sind die entspannt. Wie ist denn die Nachbarschaft hier überwiegend? Sind das eher Leute von unterschiedlich. Hier? Keine Einheimischen. Gell, die leben hier gar nicht. Nee, nee. Du hast ja eh noch 5-10% Einheimische in Dubai. Ja. Die sind halt nicht hier. Die haben eigene Regionen. Hier sind halt so unterschiedliche Leute, weißt du was? Ja. Europäer, aus arabischen Ländern hast du viele Leute. Also jetzt so sagen wir mal Iraker, Syrer.
Ah, echt? Davon hast du viele? Auch, ja, so gemischt, eigentlich so kunterbunt gemischt in der Pakistaner. Okay. Dann hast du aber auch viele aus Deutschland. Hast du türkische Nachbarn? Ein paar Türken. Aber hier in Dubai ist allgemein nicht so viel mit Nachbarschaft, weißt du? So jeder echt? Kommt das ein, ist zwei Jahre, so? Dann gehen die Leute wieder, die ziehen um. Ah, das hier ist so dann? Dieses enge, wie in Deutschland, dass du halt so enge Dings aufbaust. Ah, das wusste ich gar nicht. Emir, du hast mich gerade fast taub gemacht. Das waren, glaube ich, so 130 Dezibel. Ich weiß nicht, ich wie weiß laut nicht, die waren. Messen. Man muss diesen Anzeigenhauptmeister rufen, der soll mal. Das soll messen. Monte soll ihn mal zu uns schicken, hey. Der ist doch best friend jetzt mit ihm. Keine Ahnung, er will doch mit ihm ein Video drehen. Aber das Auto ist brutal, Leute. Wir müssen losfahren, wir müssen Gas geben. Wir steigen jetzt mal ins Auto. Emir will fahren, den packt es gerade. Aber wir wechseln jetzt mal die Perspektive. Bis gleich. Leute, wir sind jetzt im Auto, wie ihr sehen könnt. Emir legt jetzt mal direkt los. Bruder, was ist das? Jetzt wirst du mal gleich sehen. Das sind halt leere Rohre, sind Straight Pipes. Oh fuck, ist das hier einfach erlaubt? Ja, nicht so ganz, aber juckt keinen. Einmal hat sie gejuckt. Da waren halt Polizisten, weißt du? Ich wusste das nicht. Die dachten, ich habe die provoziert damit. Ah, ehrlich jetzt? Ja, sonst davor bin ich wirklich 300 komplett überall durchgerast. Ja. Bruder, was ist das? 4000 Umdrehungen. Ich glaube, du machst dich nicht beliebt hier, gell? Digga, ich fühle mich wie in Beverly Hills. Ich glaube, das. Hast du AK gehört? Es klingt wie ein Maschinengewehr, ey. What the fuck? Bruder, wie soll ich reden, wenn er so knallt? Ich glaube, letztes Mal noch. Mich wundert es nicht, dass die Polizei dich angehalten hat. Wirklich. Wie viel ist das? 110 Dezibel. Bruder, du musst mal messen, ein Video drüber machen. Ja, muss ich echt mal machen. Wisst ihr, was ich am meisten liebe an diesem Auto? Du kannst einfach einen Knopf drücken und dann ist es so unglaublich leise da drin. Ich höre einfach gar nichts mehr. Tesla wird jetzt mit dem Wind die ganze Zeit hören. S-Klasse ist einfach Baba, du hörst einfach nichts. Auch mit dem Originalauspuff, du hast wirklich nichts gehört. Wenn du normal gefahren bist, mit dem normalen Auspuff, nichts. Aber der V8, ich liebe diesen Sound. Das ist mein Traum. Das ist ein schöner dumpfer Sound, schöner V8. Emir, es ist geil, dass es geklappt hat. Was die meisten auch interessiert, was du aktuell beruflich machst. Du hast ja auch viele Ups und Downs gehabt. Genau. Wo bist du aktuell tätig? Ich bin halt damals nach Dubai ausgewandert. Ich wusste schon länger, dass ich auswandern möchte, seitdem ich 13, 14 bin. Ehrlich jetzt? Seitdem ich ein Kind bin, stand das für mich, dass ich auswandern will. Darf ich fragen, warum? Wegen dem Wetter. In der Zeit warst du schon so drauf? Damals schon als Kind immer Türkei gegangen. Ja. So Antalya. Wir haben das schnell entdeckt, so mit Sonne, Strand, Meer. Ja. In Deutschland, dieser graue Himmel hat mich wirklich jeden Tag abgefuckt damals. Oder ich stimme dir sowas von zu. Ist so, seitdem ich ein Kind bin, seitdem ich denke, da habe ich schon mal gesagt, ich werde auswandern. Und irgendwann kam halt Dubai so, habe ich entdeckt im Internet, Fernseher. Ja. War ich 13, 14. Und dann habe ich halt dementsprechend Hotelmanagement studiert, weil ich wusste ja, dass ich nach Dubai will. Ich konnte mich ja vorbereiten, auch mit meinem Werdegang. Dann habe ich halt dementsprechend, als ich dann nachdem ich Abitur gemacht habe, gesagt, okay, was soll ich jetzt machen? Ja. Studieren. Und dann halt Hotelmanagement, Tourismusmanagement, weil in Dubai halt Hoteltourismus halt groß ist. Ich habe dann halt studiert und so vorbereitet. Dann bin ich halt hergekommen und hat halt nicht so alles geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Das war ein ganz langes Thema. Dann habe ich halt mit YouTube gestartet, so Tag 1. Ja. Ich hergekommen, meine erste Woche habe ich mein erstes YouTube-Video gedreht. Mhm. Das ging dann halt direkt ab. Die ersten drei Videos haben 10.000 Aufrufe gemacht insgesamt. Du weißt ja, in der YouTube-Bubble ist das schon viel. Dann hat es halt ein bisschen gedauert hier und da. Nach eineinhalb Jahren habe ich mich dann halt selbstständig gemacht. Nach vielen Fehlversuchen so auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in Partnerschaften. Mhm. Und seitdem mache ich jetzt halt Firmengründungen. Bruder, du hast ja quasi am Anfang mit deinem Ersparten gelebt. Genau. Wie lange hast du dann mit deinem Ersparten gelebt? Ich habe halt damals halt 37.000 Euro gehabt. Als ich hergekommen bin, aber ich habe halt direkt für 12.000 Euro den SL gekauft. Damals direkt für 4.500 Euro eine Uhr gekauft. Weißt du, ich war so krass, hast du dir gegönnt direkt? Aber ich habe halt 7 Jahre lang komplett gespart. Und dann hatte ich halt einen Job. Ja. Ich habe angefangen mit 17 zu arbeiten. Ja. Dann mit 24 bin ich halt ausgegangen, Ende 24. Okay. Dann 37.000 Euro zusammengespart. Und dann hatte ich halt einen Job, wo ich 2.000 Euro verdient habe hier. 1.800 Euro. Ja. 1.000 Dollar waren das damals. Mhm. Und ich dachte mir, okay, ich habe jetzt so viel gespart, aber ich verdiene jetzt so viel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich habe damals mit 450 Euro Jobs dieses Geld gesammelt. Krass, ey. Und das findet so eine Inflation, dachte ich mir. Weißt du, was ich meine? Ich muss jetzt ausgeben, dann macht das mehr Sinn. Bruder, wie kommt man in dem Alter drauf, so zu hustlen und zu sparen? Das finde ich so krass, bemerkenswert. Du hast wirklich halt vor Augen so diese Vision gehabt, ja. Ja, weil ich dachte mir, jetzt, alles, was ich jetzt so unnötig ausgebe, das fehlt mir dann später. Weißt? Ich wusste ja von Anfang an, ich wandere aus, brauche halt Geld für die Auswanderung. Ah, wie crazy, Mann. Das war halt, wie gesagt, bei mir wirklich ein langer Traum. Wenn du jetzt 17-Jährige vergleichst oder ich mich als 17-Jährige vergleiche, Bruder, ich hätte nie im Leben dran gedacht, alleine irgendwie auswandern zu wollen in dem Alter. Aber ich bin jetzt in so einem Alter, wo ich sage, hey, ich habe keinen Bock auf dieses Wetter. Ich komme hierher, ich merke richtig die Laune, ist komplett anders, das der halt Körper ist anders drauf. So. Ich wache halt auf, dann sehe ich halt den blauen Himmel direkt, Sonne. Ja. Dann sehe ich Palmen, weißt, dann geht es mir direkt gut. Manchmal regnet es hier, dann merkst du direkt, wie ich keine Energie habe. Das ist bei mir krass. Ehrlich? Das ist auch nachweislich, mit Vitamin D und so, weißt, der Körper braucht das ja. Ja, ja. Die Sonne, das gibt halt eine positive Energie. Ja, und hier hast du halt jeden Tag Urlaub-Vibes, weißt du, bist, als ob du im Urlaub bist. Ja, allein wenn ich jetzt hier
Ja, eigentlich muss ich das jetzt mal hier filmen. Ich sag ja, ich fühle mich gerade wie in Amerika, als würdest du so, keine Ahnung, Miami, Kalifornien oder Beverly Hills, keine Ahnung, wie man das alles hier nennt. Das Wetter ist für mich aktuell schon schlecht. Wirklich? Ja. Ich mag so dieses komplett blau. Mashallah, Bruder, dass du das geschafft hast. Kommst hierher, hast eine Vision, fast wie Elon Musk. Brauch noch ein paar Jahre, bis du auf die Milliarden kommst. Man weiß ja nie, gell? Das ist gar nicht mein Ziel. Aber so, du hast gerade aufgekommen, das ist die billigste Gegend in Dubai, ne? Das ist die günstigste Familienhausgegend in Dubai. Kannst ja auch günstig leben. Wir zahlen hier für ein Haus 1200 Euro Miete. Ich war erstmal baff, als du mir das gesagt hast. Wirklich. 1200 ist wirklich noch erschwinglich, wenn du sparst, so wie du. Ja. Könntest du zeitlang herkommen, sagen, ich will mir auch was aufbauen und dein Ding durchziehen. Erzähl mal, was dein Ziel eigentlich ist. Ich bin dir ehrlich, so seitdem ich Kind bin, wollte ich auch mal einen Lambo zu haben. Lambo hast du gesagt, was hast du gesagt von Aventador? Ja, Aventador ist mein Traumwagen. Ich habe natürlich auch viele so materialistische Ziele gehabt, aber ich bin jetzt auf einem Punkt. Ich bin jetzt kein Millionär, ne? Aber so, ich habe schon vieles so für mich, was meine Ziele waren, erreicht. Du hast ihn gönnt. Das habe ich gesehen. Ja, ich habe mir... Was ist das Submariner? Daytona, ja. Das ist ja schon stabile Uhr. Da hast du schon was Gutes zugelegt. Ja, und ich bin halt religiös, hier in Dubai religiöser geworden. Okay, Material und so ist gut, aber ich habe so eher Ziel jetzt. Ich bin noch Papa geworden, frisch. Ja, stimmt. Ich bin jetzt auf diese Basis, weil ich bin so diese Papa-Modus hier. Ja, so, weißt du, Familie, Erziehen, Kind. Ein Kind hast du jetzt? Ja, ein Kind. So, wow. Familie groß machen. Ich will eigentlich nur Business machen, um auszusorgen und dann nicht mehr zu arbeiten. Ich ja, bin jetzt nicht so diese Elon Musk, der ich dann immer weiterarbeiten will. Ich habe mein so Ziel im Kopf. Ja. 3, 4, 5 Millionen Euro und dann fertig so. Du sitzt ja auch an einer guten Quelle jetzt aktuell, was du machst. Also ich bin auf dem guten Weg. Ich denke mal, so in 10 Jahren ist das realistisch erreichbar. Mhm. Aber Allah weiß es, weißt du. Es kann immer was kommen, sich anders entwickeln, weißt du. Ich bin ja auch von YouTube abhängig. Man weiß nie, wie YouTube sich entwickelt. Ja, ja, klar. Also Existenzängste und so habe ich jetzt keine. Wir bleiben positiv, wie immer, gell? Ja, sowieso. Es gibt ja immer was. Ich bin ja nicht als YouTuber ausgewandert. Ich habe mir ja nicht drauf vertraut, dass ich YouTuber werde, sondern es hat sich entwickelt. Genau. Dann habe ich das so mitgenommen. Mhm. Aber wenn ich das jetzt irgendwie nicht mehr dingens, wenn das nicht mehr läuft, dann mache ich halt was anderes. Das Coolste an YouTube ist, Leute, man kann sich wirklich mit sehr vielen Leuten connecten. Auch Fremde, die dich sehen und plötzlich treffen, wollen mit dir quatschen. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was es an YouTube eigentlich so ausmacht. YouTube ist schon cool. Und klar, wenn du Business machst, ist natürlich umso besser. Und weißt du, warum ich mit YouTube angefangen habe? Ich habe früher immer YouTube angeschaut. Ich habe wirklich extrem viel YouTube angeschaut. Ich gucke schon seit Alberto YouTube. Kennst du Alberto, diese erste Generation? Bruder, letztens kam sogar ein Video mit Ron Bileski und er hat mit Alberto ein Video gedreht. Echt? Das habe ich nicht gesehen. Ja, Bruder. Wirklich, Alberto, die in meinem Jahrgang sind, wissen, ich bin 96er. Ja. Die und ein bisschen älter, die wissen, damals war Alberto, die Außenseiter, Simon Desi noch so kam frisch. Genau. Und seit dieser Generation dann über diese Upper Red Phasen, dann war Montana Black. Und dann irgendwann kam diese Phase, ich weiß nicht, wann das war, wo diese VIP-Leasing kam. Weißt du noch, wo jeder auf einmal AMG gefahren ist? Ja, stimmt. Die sind ja auch damals alle SCOP gefahren. Wie heißen die? Montana Black, InScope und so. Die haben das kam 2017, durch dieses Leasing? Ja, die haben diese VIP-Leasing gehabt. Ach so. Und dann gab es diese Phase, wo Marc Gebauer gekommen ist, wo jeder auf einmal eine dicke Uhr gekauft hat. In diese Zeiten? Ja, ja, das kenne ich auch. In diesen Zeiten dachte ich mir, Alter, so, die machen voll viel Geld. Ja. Für nichts tun. Ja. Aber ich habe mich da nicht beschwert, die tun nichts. Ich meinte dann, mach doch auch. Ja, genau. Wenn es so einfach ist. Weißt du, dann habe ich selber in Dubai gestartet. Gott sei Dank so. Ja, auch durch YouTube vieles davon ermöglichen können. Ja, du kriegst deine Vitamine. Ohne Leasing, weißt du, ich habe den Cash bezahlt, Urcash gekauft. Keine Leasing, keine Finanzierung, keine Schulden, gar nichts. Und du hast gesagt, für 50k aus Japan importiert. Für 50k aus Japan importiert. Also so, Euro reden wir jetzt gerade. Ja, total hat der mich 50.000 Euro gekostet. 50.000 Euro. So in Japan selber hat der nichts gekostet. 37.000 Euro bei der Auktion. Echt jetzt? Okay. Dann zahlst du aber ans Auktionhausgebühren, dann zahlst du. Da ist dann Agenten da, weißt du, dann musst du denen Provision zahlen, dann zahlst du den Transport, den Container musst du jetzt zahlen. Ja, ja, dann klar. Musst du hier nochmal Einfuhr zahlen, Zoll, Steuern 10% und final war ich am Ende bei 5.000 Euro. Du musst halt warten. Ja, weißt du? Bei mir hat das, normalerweise war das 2 Monate, weil ich das Motorrad mitgekauft habe, hat es bei mir 3 Monate gedauert. Ja, okay. Also dann blockst du dein Geld, weil ich war zufrieden, also ich habe den mit 45.000 Kilometer gekauft, für 5.000 Euro komplett mit diesem Umbau. Ja. Weil es ein guter Zustand, also Japan-Fahrzeuge sind auch in einem guten Zustand. Hier hätte der mich so, genau so, 15.000 Euro mehr gekostet. 15.000 Euro mehr? Ja, das ist schon eine Ansage. So, für 50.000 Euro hier hast du mit 120, 130.000 Kilometer bekommen. Plus rote Leder und so, weißt du, die schwarze Leder und so hat es gar nicht hier. Ach so, und dann noch die umgebaute Rückleuchten und so, die kosten ja auch alles Geld. Ich dachte mir halt so, dann kannst du umsonst fahren. Weißt du, ich meine, diese 15.000 Wertverlust später spare ich mir dann im Einkauf. Dann war ich halt über 3 Monate, dann fährst du in 1-2 Jahre umsonst, dann kannst du wieder weggeben. Hier ist irgendwas, wo rot und blau blinkt, ich weiß immer noch nicht, also, was das ist. Das ist so eine Dashcam. Das haben die Japan-Fahrzeuge. Ja, ja, das ist so ein Original mit diesem Dashcam. Okay. Bruder, wie ist das eigentlich hier in Dubai? Ist das eher so schwierig hier, so Anschluss zu finden mit Vertrauen? Also, ist schon schwer. So. So, du bist ja
jetzt auch in Dubai, du hast ja auch gesagt, man kann schnell Leute kennenlernen. Die Leute sind offen hier. Ja. Viele Scammer. Du musst dir denken, jeder, der in diese Stadt kommt, also herzieht, der will Geld machen. Weißt du, was ich meine? In Deutschland hast du so, ist nicht jeder hinter Geld her. Da sind vielleicht so 20% hinter Geld, aber hier ist jeder hinter Geld her. Ja, wirklich. Jeder will Geld haben. Weißt du, was ich meine? Ja, und dann hast du halt alles so, ja, so die übertreiben dann komplett, weißt du, und dann ziehen die sich gegenseitig ab und so. Die wollen dieses schnelle Geld machen. Auf Türkisch sagen wir Satürler sind. Ja, und das ist halt hart, weißt du. Und du hast die Erfahrung ja auch gemacht, das haben wir in deinen Videos gesehen. Du hattest auch immer wieder Business zu tun mit Leuten, wo nicht ideal gelaufen ist. Du denkst ja aus deiner Sicht, weißt du, wenn du jetzt kein Betrüger bist, kannst du ja gar nicht so denken wie die. Ja. Denkst du, okay, der ruft mich nach Hause, genau. Ich lerne seine Frau kennen, ich lerne sein Kind kennen. Genau. Du weißt, wo der wohnt, du hast seinen Reisepass, du hast seinen Ausweis. Alles, ja, quasi alles. Denkst du so, wenn der was macht, ich nehme den E-Hops. Trotzdem am Ende zockt er dich ab. Ja, das also ist, was ich nicht verstehe, aber das ist, wie du sagst, sogar unter Familienmitgliedern, wenn es ums Geld geht, endet es halt auch böse. Das kennen wir alle. Sich leider für Geld. Ja, ja, das kennen wir dann auch. Das ist halt nicht alles, was glänzt, ist Gold, Leute. Nee, nicht mal in Dubai. Die Influencer tun so einen auf perfekter Ort und so, weißt du, aber es gibt keinen perfekten Ort auf der Welt. Du musst halt abwägen, was dir wichtig ist. Mir ist halt gutes Wetter wichtig, Sicherheit ist mir wichtig. Wir konnten eben ganz normal mein Haus zeigen. Und es ist sehr sicher, deine Gegend. Wird extrem kontrolliert dort, haben wir jetzt gemerkt. Durch zwei Sicherheitskontrollen reinkommen, dort bei mir zu Hause, bis dann sind überall Kameras und so. Leute, ich musste meinen Pass ihm geben. Er hat meinen Namen aufgeschrieben, er hat meine Telefonnummer aufgeschrieben. Und er hat gefragt, bei wem willst du hin? Ist es dein Kumpel? Der hat mich alles gefragt. Ja, ist mein Kumpel, ich will zu meinem Kumpel. Ja. Ich hätte nie erwartet, dass das so ist. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, so als Sicherheit. Ist halt sicher, weißt du? Du so zu Hause, ich habe einen Kumpel, der hat 17 Rolex-Uhren zu Hause, in der Vitrine, so direkt am Eingang. Oh, ich habe einen Kumpel, sein Cousin hatte eine Uhrengalerie. Mhm. Die hatte einen Wert von 30 Millionen Euro, Dollar dort, Uhren und Schmuck. Die haben keine Versicherung für den Laden. Was? Die waren nicht versichert. Aber hier kommst du nicht weit, da sind überall Kameras. Du sagst zwar, es gibt Scams hier. Ja. Das ist ja auch kriminell irgendwo. Aber nicht in dem Sinne, du lässt jetzt dein Handy liegen, lädst es auf der Mall, es wird geklaut. Das passiert anscheinend nicht. Sowas gibt es ja halt nicht so, dass dich jemand auf der Straße überfällt. Ein Häuser wird schon manchmal eingebrochen, aber ganz, ganz selten. Ah, das passiert wirklich sogar? Ja, liest man mal so in ein paar Gruppen manchmal, ganz selten aber. Aber halt so Scams gibt es halt, weißt du. Er sagt, irgendwie 100.000 Euro, ich investiere das in diese Krypto-Projekte, weißt du. Ah, okay, sowas gibt es dann so hier. Ist dann ja, Scams. Wir haben das ja durch die Videos erlebt oder auch die Zuschauer, die ihn jetzt kennen. Er ist ja da transparent, zeigt da alles wirklich. Ja, ich baste die dann auch, weißt du, wenn die scammen. Ja, das habe ich gemerkt. Dann nehme ich auseinander. Das ist schon sehr mutig von dir, das muss ich zugeben. Das macht nicht jeder, würde ich vielleicht auch nicht machen. Aber du bist halt gnadenlos. Ja, es hat mehrere Gründe, weil ich will die Leute schützen, ich will diesen Leuten einen auswischen. Ja, weil sie dich verletzt haben, ja, verstehe. Ja, so auch andere, die haben ja nicht das Recht. So, die Leute kommen hier nach Dubai, die sehen so alle krass, die haben halt so eine andere Ansicht, die vertrauen den Leuten schnell, die finden die krasser als sie selber, dann werden die halt ausgenutzt. Ja, Emir, wir gehen jetzt mal auf andere Fragen noch ein. Und zwar wäre mal wichtig, erstmal, was macht diesen Wagen so besonders, den S565er Umbau? Sound okay. Ich finde den einfach perfekt, also allgemein stand schon immer früher auf Coupés. Mhm. Weißt du, Zweitürer sehen immer geil aus, ob 6er ist, 6er Coupé, 8er Coupé, damals CL. Ja, ich war noch nie so der Limousinen-Fan. Limousinen sind auch schön, aber so diese S-Coupé-Klasse, diese CL und so, die waren immer so einfach geil. Die waren so das Maximum. Und auch Oberklasse bei Mercedes. Ich habe damals mal E-Coupé gesehen, dann denkst du so, ist das vielleicht ein S-Coupé? Aber wenn du ein S-Coupé siehst, sagst du nie, ist das ein E-Coupé. Weißt du, bei S-Coupé weißt du immer direkt, dann ist ein S-Coupé. Ja, das ist eindeutig, das ist so. Jetzt kann man quasi auch mal zeigen, dass wir wirklich so wüstemäßig hier sind, Leute. Ja, hier. Bruder, das mein sieht Motorrad. So krass aus. Und immer diese Häuser, gell, so Reihe an Reihe. Genau, das sind also Communities. Bruder, aber du wohnst jetzt in dem ganzen Haus dann? Oder wohnt da noch irgendwie einer drüber oder drunter? Nee, du hast halt so, das sind so Reihenhäuser, weißt du? Emir kann jetzt mir auch mal sagen, was eigentlich sehr interessant wäre, wenn Leute jetzt hier auswandern, auch so eine Autoliebe verfolgen wie du und ich, was überhaupt so ein Auto im Unterhalt kostet. Weil das kann man sich gar nicht so vorstellen eigentlich in Dubai. Und ja, so Versicherung zum Beispiel, was kostet so ein Auto? Also Steuern hast du gar keine, Kfz-Steuer zahlst du null. Echt, jetzt gar keine, null. Geil. Fangen wir mit Tank an, der verbraucht jetzt ein bisschen mehr, der verbraucht 20 Liter. Wow, aber ich fahre auch, sportlich. Ja. Ich drücke den immer so auf Kurzstrecke, also immer Sound rausholen. Wenn du den so sparsam fährst, bis mal 15 Liter, aber drunter kommst du glaube ich nicht. Der hat 455 PS, 4,7 Liter Motor, V8. Tank kostet aktuell 80 Cent ungefähr. Die werden jeden Monat nicht mal bestimmt. Dann geht das immer mal 5 Cent hoch runter. Ich tanke den einmal die Woche voll. 8 Liter Tank, zahlt ungefähr 65 Euro einmal die Woche, 240 Euro. Aber das ist auch mein Zweitwagen, ne? Ja, ja, klar. Also privat fahre ich nur den, aber zur Arbeit fahre ich den anderen. Okay. Ich muss halt Kunden hinterherfahren, weil ich wohne außerhalb, weil ich sag, muss ich dem mal dieses Dokument bringen, das abholen. Ja. Ich kann Lust, den SQP runter zu rocken. Vielleicht holst du dir wie früher ein Smart nochmal. Nee, SL ist halt. Nein, ich meine, noch, wenn du noch mal ein kleineres sparsames Auto. Achso, nein, SL ist in Ordnung. Weil ich will immer ein schönes Auto fahren. Ja, das weißt ist schon. Ich meine, ich könnte jetzt auch ein Schrottauto fahren, der 6 Liter verbraucht und nichts kostet, aber dann ich bin ja in der Zeit drin. Ich nutze das ja, weißt du? Ist ja auch Zeit. Dann will ich halt was Schönes in dieser Zeit benutzen. Du kannst immer auch sparsam gehen, weißt du? Du musst ja auch keinen S-Coupé kaufen, kannst dir E-Klasse kaufen. Du musst keinen E-Klasse kaufen, kannst dir am Ende, keine Ahnung, Audi A1 oder so, weißt du? Ich hatte ja genau das gemacht.
gemacht früher. Ich hatte den GLC 43 AMG SUV und habe als Zweitwagen Citroën C1 gehabt. Ja, aber dann hast du halt AMG, dann fährst du aber immer den C1, weißt du was? Zur Arbeit C1, ich habe immer gekotzt, wenn ich mit dem Auto gefahren bin. Ja. Aber das Gute war, man hat sich immer sehr auf das andere Auto wieder gefreut, ja, okay, danach, weißt du? Und das ist das Problem. Wenn du dich gewöhnst, jeden Tag das Auto fährst, es wäre auch im Lambo dasselbe, du gewöhnst dich dran. Ich glaube, das kommt auch auf die Person an. Wenn du dir Glückseligkeit erhoffst von einem Materiell, ja, so von einem Auto oder einer Uhr, dann bist du enttäuscht. Ja. Aber ich erhoffe mir nicht diese Glückseligkeit. Weißt du, Glückseligkeit finde ich in meiner Religion, in meiner Familie. Ja. Und das ist einfach nur ein Spaß. Weißt du, dann habe ich auch, ich erwarte nur Spaß von dem Fall, dann habe ich auch meinen Spaß. Problem ja ist halt, viele erwarten dann so innere Ruhe, Glückseligkeit, ja, und das kriegst du halt nicht mit dem Auto. Du hast es ja eher mit der Familie jetzt gekriegt, mit Kind. Genau, genau so. Darf ich fragen, wo du deine Frau kennengelernt hast? Oder ja, kannst du sie schon in länger? Dubai, nee, wir haben uns in Dubai kennengelernt. Ah, wirklich in Dubai? Ich war einer der einzigen Leute, der in Dubai eine Frau gefunden hat, geheiratet hat. Ach was? Hier ist schwer so heiraten und so. Aber ich bin besser Beispiel, es geht. Ja, ich hab's gemerkt, Leute, wenn man hier so in der Stadt an der Dubai Marina läuft, also gucken dich sehr viele Frauen dich an und du weißt in dem Moment nicht, ist das eine Prostituierte, ist das eine normale Frau? Das finde ich sehr traurig, das stört mich extrem, muss ich zugeben. Aber die Frauen sollen machen, was sie wollen, wenn sie glücklich damit werden, ist es okay für mich. Du weißt halt nicht so, welche Frau steht eigentlich wirklich auf dich. Fragst dich, dann sehe ich wirklich so gut aus. Ja, dann ist mich deswegen an, aber sieht sie Dollarzeichen bei mir, ich weiß es nicht. Und ich finde es so ein Upturn, wenn Frauen dich wegen nur Geld dich so angucken. Das schreckt mich hier schon ein bisschen ab. Ja, in Dubai ist auch ein großes Problem, die Einsamkeit, weißt du, viele kommen hier hin, vor allem so Singles wie ich damals, kacken die halt ab hier so alleine. Ich habe auch nach einem Jahr eine Krise bekommen. Ehrlich, jetzt keinen Anschluss gefunden, so kollegenmäßig? Boah, viele auch durch YouTube, aber du bist dann trotzdem, weißt du, ich habe da vorher mal zu Hause gewohnt, eine Familie, du hast ein ganz gewohntes Umfeld, deine Familie, du hast Tante und Onkels, dies, das. Und dann bist du hier so bei Null, schläfst alleine ein, stehst alleine auf. Ich habe das jetzt auch im Hostel gemerkt, ich habe im Hostel geschlafen, Leute, 2 Tage. Da habe ich ein paar Leute kennengelernt, die waren halt ein bisschen jünger als ich. Du hast so richtig gemerkt, die wollten einfach ihr Ding machen, die wollten gar nichts mit mir zu tun haben. Das fand ich ziemlich schade eigentlich. Emir, wir gehen jetzt mal auf ein anderes Thema ein. Was sollte man in Dubai unbedingt mal sehen? Also wenn man hierher kommt, will man ja sicher mal was Geiles entdecken. Du lebst jetzt schon 3 Jahre. Für Touristen, für Leute, die hier einwandern, was ist geil? Was sollte jeder mal gemacht haben? Ich bin dir ehrlich, ich bin ja damals hergekommen als Auswanderer, weil ich bin One Way gekommen. Viele Sachen habe ich ja nicht gemacht, weil ich gesagt habe, irgendwann mache ich das. Irgendwann, ich habe ja auch genug Zeit. Ehrlich? Ich habe voll viele Sachen gar nicht gemacht. Ah, komm jetzt. Ja, ich habe ja auch YouTube-Kanal, Instagram-Seite. Die Leute schreiben mir auch immer so, was soll ich machen? Dann sage ich denen immer, geht auf Google, schreibt Dubai Activities. Und dann, da steht eh alles. Es gibt keine Insider-Informationen in Dubai. Richtiger Minusfreund, kein alles, Sinn. Alles, was es gibt in Dubai, ist auf dieser Dubai-Activities-Seite. Ja. Und dann suchst du dir aus, was dich anspricht. Das war halt viel. Weißt du, ich habe zum Beispiel früher immer so Sachen unternommen, die kostenlos waren. Ah, echt? Weißt du, so zum Beispiel Marina rumlaufen, Marina-Strand gehen. Super schön. Weißt du, so ist ja auch da. Ja. Man muss halt nicht immer unbedingt hier was mit Geld machen. Welcher Strand ist der beste? Es kommt auch an, was du suchst. So, wenn du jetzt so 1 Million Menschen haben willst, halt JBR da, ist schön. Mhm. Also, wenn du ein bisschen deine Ruhe haben willst, Kite Beach. Und da wurde jetzt als erstes gesagt, das kann man anscheinend auch feiern und so. Ja, da ist so dieses Instagram so richtig cool, weißt du, Riesenrad und so. Sonst kannst du halt viel machen, so Safari-Touren, Standard. Ihr habt es mitbekommen, einfach Google eintippen. Ja, Dubai Activities. Oder seine Videos angucken, vielleicht hat er da mal irgendwas Geiles gezeigt. Ich habe wirklich nicht so viel gemacht. Manchmal lerne ich Leute kennen, die haben 2 Wochen mehr gemacht, als ich jetzt in 3,5 Jahre. Vielleicht habe ich mehr wie du gemacht in den nächsten 5 Tagen. Das kann sein. Okay, Emir, dann kommen wir fast zur vorletzten Frage. Ja. Was isst Emir am liebsten? Was ich am liebsten esse? Ich esse eigentlich alles. Echt jetzt? Ja, ich bin so gar nicht wählerisch. Ich bin da auch weit gefächert, das finde ich gut. Und Dubai habe ich festgestellt, dass das Essen alles ist. Alles Essen. Boah. Hier ist wirklich alle Küchen. Was ich hier in Dubai entdeckt habe, was ich vorher gar nicht kannte, iranisches Essen. Boah, super brutal. Geiles Essen. Diese Kubideh und so. So wie Adana. Hast du eine Empfehlung? Rivas. Das ist da bei diesem 7-Sterne-Hotel bei Burj Al Arab. Okay. Preist dich gut. Zahlst du so alleine 20 Euro mit Getränk. Das geht, das ist okay. Hast du eine super Aussicht. Rivas, Geheimtipp. Kubideh. Ah, Leute, da weiß ich mal, was ich heute Abend essen werde. Rivas, echt brutal. A few moments later. So, der Emir will mich mit irgendwas noch überraschen. Jetzt gucken wir mal, was er vorhat. Bruder, was hast du eigentlich vor? Ich würde das persönlich zeigen, einfach nur so. Ja, ich bin ja mal gespannt, ey, was der vorhat, der Kollege. Ja, darf ich überhaupt hier filmen? Ja. Boah, wie gut das hier riecht, Alter. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber wir gucken mal. Wie hat dir gefallen? Ich wollte dir nochmal die Gegend, diese Wasserpark zeigen. Ah, Bruder, hier kann ich auch herkommen, wenn es um Immobilien geht. Ja, aber ich wollte euch nichts verkaufen. Die Leute denken jetzt so, dieses Schwer. Aber ich fand jetzt einfach nur gut. Ey, mir macht keinen Scam, gell? Aber Bruder, ich komme auf dich auf jeden Fall zurück, wenn ich irgendwie Fragen habe. Schau mal. Bruder, ich weiß nicht, was du vorhast, aber könnt ihr nur die Aussicht zeigen, wo wir schon hier sind. So, Leute, jetzt folge ich mal dem Emir. Schau mal, hier war vor 5 Jahren alles Wüste. Ja. Schau mal, was wir hier gemacht haben. Wow, Bruder. Sieht ja richtig crazy aus. Wir haben das Wasser rausgenommen. Da ist eigentlich ein Wasserpark. Ehrlich jetzt? Ja, das Wasser ist aber raus. Bruder, das sieht ja. Das ist krass, ne? So mitten im Nichts. Leute, schaut euch das mal an. Das ist auch so ein künstlicher Strandort. Digga, das ist ja voll crazy. Wow. Wir haben hier so einen Fake-Strand gemacht, da am See. Mhm. Und hier normalerweise so Wasserpark, aber das Wasser ist gerade raus. Digga, das ist ja brutal hier, Mann.
Und schon seit 1,5 Jahren hier. Rat mal, wie oft ich hier war. Wahrscheinlich heute das erste Mal. Nein, aber so, ich hab's noch einmal benutzt. Ich bin gerade richtig geflasht, gell. Es ist einfach so ein richtiges Paradies, hier zu stehen so und so eine Aussicht zu genießen. Unglaublich, Mann. Danke, Bruder, dass du mir das noch zeigst. Gut, Leute, wir gehen jetzt mal zurück. Ich bin geflasht. Das waren schon sehr viele Eindrücke, geile. Flashiges Auto, flashiger Typ. Und jetzt so eine Location zum Schluss. Und dann wird die Heimfahrt natürlich angenehmer für mich. Wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal Soundcheck von außen. Emir, du hast gar nicht über das Kennzeichen gesprochen. Ja. Das kannst du gerade mal erzählen. Dubai-Kennzeichen ist halt standardmäßig 15 Pfann. Ja, das ist jetzt Standard hier. Ja. Oder halt so, du kannst entweder so auf Quadrat oder halt so lang. Und ich habe ein vierstelliges. Zahlt, weißt du, musst du Geld bezahlen. Digga, sieht voll geil ich aus. Ich habe dafür 2200 Euro bezahlt. Mhm. Aber nach einem Monat ist ja schon noch 2200 Euro hochgegangen. Ja, ja. Das sind auch so Anlagen. Das ist wie in der Schweiz, Bruder. Zweistellige, stimmt, in der Schweiz sind die auch teuer. Zweistellige kosten hier ab 500.000 Euro. Einstellige kosten ein paar Millionen Euro. Stimmt, das hat so ein indischer Unternehmer, glaube ich, gekauft. Der wurde jetzt festgenommen, ne? Der war Betrüger. War da der sogar. Der Glatzkopf mit den Dingen, mit den gemalt auch. Kann sein, genau. Der ist dann zum Hotel. Der Hotelier hat ihn nicht ernst genommen. Da hat er gesagt, was muss ich tun, dass ihr mich ernst nimmt? Da hat er gesagt, brauchst diese einen nummerige Kennzeichen. Ach was, ja, Bruder, immer steckt da irgendwas drin. Guckt euch mal das schöne Ding an. Ich hab voll die Gänsehaut, ich schwör's dir. Junge, Junge, Emir, was hast du da für eine Auspuffanlage gezaubert? Ich glaube, wir sind so quasi am Ende angelangt. Außer dir fällt noch was ein, was du unbedingt mal loswerden willst. Traumwagen, was haben wir Traumwagen gerät an? Du hast quasi gesagt Aventador, ja. Hier fahren ja sehr viele eigentlich, das ist das Krasse. Ja, Aventador nicht. Huracan. Huracan mag ich nicht so sehr. Ist okay. Aber ich bin ja ehrlich, bin ja einmal mitgefahren, habe ja ein Video gedreht mit einem. Aventador? Das hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Mit Aventador, mit Official Rich Teen, kennst du den? Ja, kenn ich. Mit den Manjit habe ich ein Video gemacht. Und ich sage euch, Leute, das war das unbequemste Auto, was ich je gesessen bin. Du kannst dich nicht unterhalten, wenn du 12 Zylinder losbaust. Das ist genau wie eben hier sein Auto, es ballert die ganze Zeit, du hörst nur den Sound, aber es klingt natürlich ganz anders. Dieses Pfeifen vom Biturbo und dann der Sound. Wie der schaut. Leute, war so ein Junge, der hat Schock des Lebens gekriegt. Aber Digga, das klingt ja auch. Das ist ja wie so ein Sturm. Die ist halt auch geil, weißt du? Ich bin letztens mit einem Kumpel gefahren. Ja. Der hat eine G-Klasse 63, den neuen, in weiß. Und ich bin mit dem gefahren. Wir waren 4 Uhr nachts unterwegs. Und wir sind hier so abgelegene Ecke. Und dann fahren wir an der Polizei vorbei. Und die Polizei sagt gar nichts. In Deutschland müssen, weißt du, zwei Dingens. Der Freund von mir war Kurde. Ja. Weißt du, Türke und Kurde fahren so mit Ende 20, Anfang 30 in so Autos rum. Die würden uns auseinandernehmen. Aber hier ist halt so entspannt. Ey, ich schwöre, wenn du einen brutalen V8 hast und dann noch dieses Pfeifen vom Turbo. Ja, das Pfeifen ist schon geil. Bei diesem Sound ist Dingens geil. Der ist am Anfang geil, in der Mitte geil. Am Ende, der hat immer so andere Stufen. Ja, ja. Das ist halt, du fährst jetzt Tesla, dann kommst du zu Emil, fährst mit V8 Biturbo und du denkst dir, Digga, was mache ich eigentlich? Emil, du wolltest noch die Versicherung erzählen vom Fahrzeug, wie teuer die eigentlich ist. Erzähl das mal kurz. Ich habe den ja damals importiert, ich wollte den direkt zulassen. Und ich habe halt nicht auf die Schnelle einen Versicherer gefunden für Japan Import. Mhm. Und den ich gefunden habe, der hat halt nur Haftpflicht gemacht. Okay. Jetzt nur auf Haftpflicht. Was? Laber nicht. 5000 Euro Wagen auf Haftpflicht. Und ich zahle 250 Euro im Jahr für die Haftpflichtversicherung. What? Du hast nur Haftpflicht, Alter. Ist das dein Ernst? Ich wollte eine Vollkasko machen, aber ich kam nicht dazu. Digga, wie traust du dich so rumzufahren? Ja, der hat ja diese ganzen Assistenzsysteme. Das ist eigentlich unmöglich, mit dem Wagen einen Unfall zu machen. Ja, aber wenn, dann fährt ein anderer rein, dann muss er eh bezahlen. Ich habe auf jeden Fall vor, eine Vollkasko zu machen. Mhm. Aber selbst wenn ich eine Vollkasko mache, du versicherst hier immer nur den Wert des Fahrzeugs. Du versicherst jetzt nicht dein Alter, Schadensfreiheit, du sagst hier nicht. Ah, das geht nur ums Auto. Du siehst einfach den Wert. Du kannst jetzt auch sagen, der Wagen kostet 10.000 Euro. Ja. Dann versicherst du den dementsprechend. Das ist, wie gesagt, ist egal, was für ein Auto. Ich kenne Leute, die hatten einen C63 AMG, die haben 400 Euro im Jahr bezahlt, Vollkasko. Was? Und bei dem zahlst du so 1000 Euro im Jahr Vollkasko. Das geht bei auch dem noch. Wert. Das ja, ist auch noch so, okay. Ja. Und dieser Alter ist egal, kannst auch 22 sein. Das spielt keine Rolle. Gar keine Rolle. Es geht nur ums Auto. Nur um den Wert des Autos. Dann Mitarbeiterkosten, also Teile sind gleich teuer wie in Deutschland. Mhm. Manchmal auch günstiger hier, weil du hast halt viel Gebrauchtwagen, viele Unfallfahrzeuge hier. Mhm. Du hast ja SKPs en masse, weißt du? Ja. Wie viele Huracan, wie viele Cullen und so siehst du. Und viele von denen werden auch geschrottet, weißt du? Dann hast halt viele Gebrauchteile. Ah, okay. Mitarbeiter sind halt sehr günstig hier. Ja, ja. Oder du lässt halt Ölwechsel machen. Zahl für einen Ölwechsel hier.
mit allen Filtern, mhm, 120 Euro oder so, mit Mitarbeiter. Das ist okay. Weißt du, die Mitarbeiter hier kosten wirklich so 7, 8 Euro die Stunde. In Deutschland zahlt es den meisten allein 80 Euro die Stunde. Ja. In der Schweiz war ich bestimmt 200 Franken die Stunde. Okay. Und hier ist halt Mitarbeiter sehr günstig. Das ist geil, Mann. Hat halt Vor- und Nachteile, ja. Mhm. Okay, ist dann auch nicht so ein Riesenunterschied zu Deutschland, was die Höhe der Versicherung angeht, wenn du 1000 Euro ungefähr bezahlst. Ich weiß nicht, was der in Deutschland jetzt kosten würde, wenn du ihn versicherst. Ja, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall mehr. Vielleicht doppelt, vielleicht doppelt, ja. Ich hatte mir aber auch gekauft, nachdem ich mir ihn leisten konnte. Mhm. Weißt du, was ich mir gekauft habe? Als ich meine ersten 100.000 Euro verdient habe, dann habe ich 5.000 Euro für den Wagen ausgegeben. Echt? Ja. Das muss man nicht machen, aber ich habe schon gesehen, dass Business rollt, weißt du, was ich meine? Du bist also so, du gönnst dir dann direkt, wenn du ich habe es einmal gegönnt, ja, weil ich muss ein neues Auto haben. Der alte Wagen hat mich langsam angekotzt. Ja. Aber jetzt ist zum Beispiel so, ich kann mir jetzt Gott sei Dank auch ein besseres Auto holen, aber ja, der reicht erstmal ein, zwei Jahre. Kennst du dieses Bedürfnis, du willst das unbedingt haben? Dann habe ich das abgehakt und jetzt will ich nichts anderes mehr. Mashallah, wirklich. Muss man nicht gönnen. Hut ab, Leute, dass er das geschafft hat. So, Leute, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen, das Video. Nein. Es gab lange Zeit kein Content in diesem Bereich, aber jetzt wollte ich mal in Dubai das ausnutzen. Danke, Emir, dass du Zeit hattest. Nichts, danke, hat sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch. Geiler Sound, geile Kulisse. Leute, wenn ihr das hier alles sehen würdet, das Feeling ist geil, einfach, ne? Bombe. Auch in live, dieser Song kriegt man nicht so rüber. Nein, niemals. Live ist eine andere Liga. Unglaublich. Zu guter Letzt gibt es immer eine Botschaft, Emir. Was hast du den Leuten mitzuteilen? Also Botschaft, das kann man viele Sachen sagen, weißt du, so Vollgas geben, einfach arbeiten. Ja. Ich bin halt so der Meinung, dass man immer ehrlich sein soll und keine Betrügen sein soll. Man soll immer langfristig denken. Mhm. Die meisten Leute denken immer an das schnelle Geld, aber wenn du einmal Geld hast, du brauchst einen Cashflow, das ist das Wichtigste, dass halt immer Geld nachkommt. Und genau. Mit Ehrlichkeit, mit guter Arbeit garantierst du dir halt diesen Cashflow. Ich würde halt nie Geld hinterherjagen und an erster Stelle setzen. Ja, und du bist aber auch relativ schnell aufgestiegen. Das finden wir genau, gut, Leute. Genau, man sollte halt auch kein Limit setzen, weißt du. Man muss mal so begreifen, dass man unendlich verdienen kann. Ja. Man muss nicht unendlich verdienen, aber man kann. Also macht euch mal ein bisschen schlau. Und ich würde auch so Leuten raten, so jüngere Leuten, eignet euch Skills an. Wie zum Beispiel Videobearbeitung. Wenn ihr perfekte Videos bearbeiten könnt, ja, Reads machen könnt und so, dann kann man auch schon ordentlich Geld verdienen. Ja, und das Webseiten machen viele. Auf, Webseiten aufbauen. Ich kenne Leute, die verkaufen für 10 bis 20.000 Euro Webseiten. Ja. Weißt du, ja, das ist nicht viel Arbeit. Jetzt sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles quasi hier machen. Alles so remote, vom PC aus, vom Computer aus. Genau, das wird halt auch so, dass man sich einen Job aussucht, wenn man in dieser Orientierungsphase ist, dass man etwas lernt, was man von überall ausüben kann, weil dann kannst du heute in Indonesien leben, morgen in Dubai und morgen Schweiz. Schon geil. Also ich finde, finanzielle Unabhängigkeit ist geil, aber diese örtliche Unabhängigkeit ist auch nochmal geil. Das ist für mich das Wichtigste und deswegen mache ich jetzt so Videos von überall aus, eigentlich aktuell. Deswegen bin ich auch froh, dass es geklappt hat. Danke, Emir. Nicht zu danken. Der Ehrenmann hat geantwortet, er muss nicht antworten. Ach, er hat Gott zurückgeschrieben. Ich habe dein Video damals geschaut. Wie und gesagt, er kennt mein S65-Video. Das war mir eine Ehrensache, dass ich auch jetzt meinem SKP hier bin. Falls der Kollege das sieht jetzt mit seinem S65, Grüße von Emir und wir beenden das Video jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, kostet nichts. Folgt natürlich diesem Kanal. In diesem Sinne, ciao. Ciao, ciao.